Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zu der Fantasy League der Ice Hockey League. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Overtime-Sieg gegen den VSV versuchen wir heute auswärts unser Glück gegen die Bulldogs aus Dornbirn. Schauen wir mal, wie das vierte Spiel hier verlaufen wird, ob das genauso gewaltig wird wie die letzten zwei. Ich bin sehr gespannt. Die Höllenreiter im Hundehaus. Unser Maxi ist im Tor. Und unsere Nummer 15 ist am Bulli. Der Badora auf dem Senfman. Auf Goldberg. Aufstellung hat sich ein bisschen geändert. Warum auch immer, dass sie es geändert haben. Und klingelt und ist drinnen. Von Fabian Badora. Erstes Tor in dieser Season. Und das 1 zu 0 für die Hellriders. Er scheint zufrieden zu sein mit sich selber, unser Bado. So, auf den Senfman, Goldberg. Badora, oh, verlierten. Verlierten. Ah, Badohoden, Badohoden. Oh, Max Hippen, Max Hippen. Rock. Senfman, Rock, Bado, auf Goldberg, Goldberg wieder zurück zu Bado, Bado, komm schon, Goldberg holt sie die Scheibe wieder, auf Bado, Bado steht günstig und macht das zweite Tor am heutigen Abend. Dornbirn im Moment ein bisschen defensiv. Ich habe fast desinteressiert gesagt, aber nein, defensiv sind sie. Holze. Der Held des Abends. Nein, war er nicht. Nein, war Christian Stein. Wo ich, nein, war auch Held des Abends, aber beim Derby in Innsbruck. So. Holze. Ah, Andi hätte die Chance gehabt und hat es nicht genutzt. Aber der Vieh nutzt der Holze mit dem 3 zu 0. Zack, und drinnen ist er. Wie ich schon vom Projekt gesagt habe, es bleibt die Standardeinstellungen. So wie wir es eingestellt haben damals, also so wie das Spiel eingestellt ist, so bleibt es auch. Bis zum Schluss. Ich möchte schauen, dass ich die Meistertitel hier mit deren Einstellung verteidigen kann. So, unser Topstorger. Unser Holze. Vorbei. Vorbei, Andi. Stein.
Und der Max Hips. Aber da ist er schon, Tomanzini, der Mann von die Bozner Füchse. Und heute macht das zweite Tor am heutigen Abend. Was ist jetzt los hier mit meinen Jungs? Und was ist los mit den Jungs aus Donbüllen? Erstes Drittel und wir haben schon vier Tore von zwei Spielern gesehen. Für uns ist es ja gut. Für uns ist es ja wirklich gut, wenn wir unser Torverhältnis jetzt richtig aufballern jetzt mit sowas. Aber sowas will ich nicht. Sowas will ich nicht sehen. Ich will sowas haben, was wie die letzten zwei Spiele. Da wo es wirklich hart zur Sache auf dem Eis geht. Da wo ich schwitzen muss bis zum Schluss. Da haben wir einen Holzer im Bild. Ein Tor noch bis zum Hattrick. Aber vielleicht haben sich ja meine Jungs heute gedacht, heute gibt es kein Overtime. Heute gibt es einen regulären Sieg in der regulären Zeit. Damit, dass wir auf unserem Stammplatz die Nummer 1 zurückkehren. So. Unser Sheriff. Der Angel Dust. Auf den Tomanzini. Geht sie gut aus. 3:30 genau ungefähr auf der Uhr gewesen. Und damit ist 5:0 für unseren Sheriff, für unseren Angel Dust. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich habe nichts verändert. Liebe Dombrenner-Fan, ich schwör's euch. Da sehen wir den Topstalker der Bulldogs. Oh, Max Hip her. Oho, Max lässt sich nicht austricksen. Da macht Dombrin das erste Tor. Nutzt das aus, dass der Max zu langsam ist. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit. Gut gemacht von Dombin, gut gemacht. Aber wir sind 5-1, wir sind 5-1 vorn. Und Dombin macht halt ein Tor daheim auch. So. Gaucho. Erstes Drittel ist immer. Ein bisschen verhalten von Donbirn, absolutes Gas von die Hellriders mit 5 Toren. Man geht schon weiter ins zweite Drittel.
Senfmann. Goldberg. Ich hätte jetzt die Aufstellung auch so lassen, so einstellen können, wieder, wie wir es die vorigen Spieltage gehabt haben. Aber so sehen wir heute halt einmal andere Spieler auch auf dem Eis der Hellriders. Jetzt hat, glaube ich, so haben die Bulldogs gesagt, mit uns hier nicht. Das ist unser Heimspiel. 2:5. Aber jetzt wird der Badora, glaube ich, sein Hattrick schaffen. Nein, schafft er nicht. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Leute, wenn sie es auf 7 Days spielt, steht es, dann schaut es beim Badora ein. Der macht aber geile Livestreams von, von 7 Days to Die für den PC. So, der Holzer schafft, sein Hattrick. Der Holzer schafft sein Hattrick. Schön sauber. Ich glaube, den Schläger wäre das jetzt hat. Einrahmen lassen, sein erster Hattrick hier in dieser Season. Andi, Kim Show, Andi. Läuft von die Bulldogs davor. Au, klingelt. Ja, nein, ist gar klingelt gewesen. Ist eher mehr ein dumpfes Dumm gewesen. Holze. So. Topstorger der Bulldogs gerade im Bild gewesen. Also glaube ich einmal. Dass ihr jetzt nicht aufpasst. Oder derjenige, der was noch einen Hattrick hat. So, Blattmann. Peter. Blattmann. Hier sehen wir unser Maxi im Bild. Wolf, oh ja, der HP macht es gut. Ah, nicht mit Maxi, nicht mit Maxi. Zweimal hab's ihn schon. Glück. Ich glaube, ein drittes Mal gelingt es eigentlich nicht. Jawohl. Jetzt geben's Gas, die Bulldogs. Jetzt geben's Gas. Jetzt Benedikt. Bringt ihn über die blaue Linie. Oh, und der HP ist schon da. Der HP ist schon da. Senfmann. Goldberg. Und auf Rock. Bado. Zu langsam. Der Puck ist zu schnell. Jawohl.
du. Senfman, uiu. So, jetzt Badora. Im Scheibenbesitz. Spielt auf den Rock. Rock verliert den Antonbirn. Goldberg, Senfman. Zurück zu Blattmann. Blattmann wieder auf Rock. Zurück zu Blattmann. Auf Tomanzini. Schuss. Nein. War, glaube ich, absehbar. Aber hätte auch ein geiles Tor werden können aus dieser Distanz, gell? Wenige Sekunden nur bis zur letzten Drittelpause. 1,9. Raffi Ampulli. Und wir gehen in die letzte Drittelpause mit einem 6:2 Stand. Diesmal wird es die vollen Punkte geben. Wenn die Domhirn jetzt so viel Gas gibt, das sind sie holen. Badoa gewinnt schon mal das Bulli auf. Unserer Seite nicht. So, jetzt ganz vergessen, mit wem das jetzt gerade gelaufen bin. So. Rock. Auf Badora. Badora, er will den Hattrick. Er will unbedingt seinen Hattrick. Und ich muss schauen, dass ich ihm den irgendwie verschaffe. Für meinen Kumpel, für den Fabian Badora, muss ich das schon. So, jetzt hat die Nummer 20, der Andi, schnell, wie der Wind. Ah! Senfman, auf Badora, Badora läuft, schafft den Hattrick nicht. So, Witze. Auf Mike, auf Christian, zurück auf Mike. Oh, war fast abseits geworden, So, Stein, Boden wieder. Ah, Holzei, warum so zögerlich? Ist doch nur ein Bulldog. So, Tomanzini, der Mann von den Bozner Füchsen. Stein. Okay. Oh, nicht mit Max, nicht mit dem Max. So, Hannes Tomanzini. Entschuldige. Durch die Reihen durch. Schafft es nicht. Schafft es nicht. So, Peter Kruckhauser. Peter Krucki. So, Wolf. Hier. Oh, 51 Peter Hoden, der Peter Hoden auf Peter Zrucke, Blattmann. Dast auf Krucke, Wolf. Und schießt das 7:2. Zweites Tor in dieser Season für unseren Kapitän.
schön geht das Ding zwischen die Reihen durch und landet im Kasten der Dornbirner Bulldogs. Benedikt. Nein, schafft es nicht. Dust. Ja. Was ist jetzt passiert? Übertriebene Härte und HP muss aussehen. Okay. Habe jetzt nicht realisiert, weil ich ganz in meinen Dingen noch war. Bardo muss einen Hattrick schaffen. So, Goldberg. Oh, 3-7. Aber das werden sie nicht mehr auf, da holen die Bulldogs. Das erste Drittel, meiner Meinung nach, haben sie verschlafen. Deswegen haben wir jetzt diesen Stand. Was ist jetzt los? Jetzt geben sie Gas, die Bulldogs. Maxi, nicht schlafen. Maxi, bitte nicht schlafen. So, Senfman. Gaucho. Stein. Senfman. Oh, es sind 20 nur. Ah, jetzt hat man so ein schönes Torverhältnis gehabt. Bardo. Zum Kopf. Oh. So, jetzt Bardo. Du hast nur die Chance, dass du den Hattrick machst. Du hast die Chance, nur dass du den Hattrick machst. Ah, leider. Sehe ich mal den Schützen, der was gefährlich ist bei den Dornbirnern. Bardo. So. Da ist er. Sei verdienter Hattrick. Und das 8-3. Und somit hat er hier das erste Tor in der Season gemacht in dem Spiel. Plus er hat den ersten Hattrick gemacht. Und Erik macht da sein erstes Tor in dieser Season. Was geht denn jetzt ab? Also schon das zweite Tor in dieser Season. Entschuldigung, Erik. Ich meine nicht, das war der erste Tor gewesen.
Ja, zu früh. Aber wir kriegen durch den Blattmann. So, der Raffi. Schaffen wir die Zehner? Ich glaube nicht mehr. Au, oh, klingelt. Klingelt. Kampf für Makarskop. Gewaltig, das war jetzt gewaltig mit einem 9:3. Ich hätte nicht gemeint, dass das uns Dornbirn eigentlich so leicht macht. Reguläre Punkte. Wir haben einen Star, das ist der Bado. Mit 3 Toren. Wir haben einen zweiten Star, einen Angel, haben wir 4 Tore damit und 3 Assists. Wir haben 2 Stars, wir haben 3 Tore. Ich glaube 2 Assists habe ich gesagt. Passt gut. Hervorragend, hervorragend. Dann schauen wir uns mal, wie uns dies in die für die Punkte in der Tabelle nach oben bringt. Jetzt simulieren wir uns nach vorne gegen Salzburg. Haben wir wieder ein Auswärtsspiel. Gegen Salzburg, schreiben wir gleich auf. So. Der Christian bleibt unser Top-Storger. Der Christian bleibt unser Top-Storger und wir rücken auf, glaube ich, sehen. Wir rücken auf den zweiten Platz, meine lieben Sportsfreunde. Von 4 auf 4, auf 3, auf 2. Wir liegen einen Punkt hinter die Wiener Capitals. Und 2 Punkte vor den Innsbrucker Haien, gefolgt von den Südtiroler, von den Linzern, von Salzburg, von Dornbirn, vom VSV aus Villach, vom AV19 und der KAC aus Klagenfurt ist auf dem 10. Platz und Graz ist immer noch auf dem letzten Platz. Schön, 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 schön. Also das nächste Mal spielt der Erste, wo haben wir jetzt Salzburg, schau ich mir jetzt nicht, wo ich da unten, der Erste gegen den Sechsten. Hervorragend, hervorragend. Christian Stein, unser Topstalker, der Angel, der Holze, der Bado, der Kruke, der Mike und der Kruke, Peter, dann der HB, der Erik. Und der Andi, die sind dir, was jetzt hier in der Liste drinsteht. Passt gut, passt gut. Das war's, meine lieben Sportsfreunde, für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier mit den Hellriders aus der Fantasy League, der Eishockey League weitergeht,
nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video anschaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich da draußen, wie es, genauso wahre Sportsfreunde und wahre Sportsfreundinnen. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist zur heutigen Zeit, zur Corona-Zeit viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!